Ja, wunderschönen guten Morgen oder moin moin, wie wir hier sagen, vom Wasser. Wir haben Ende September, der Herbst kommt allmählich. Heute Morgen auf dem Weg hierher hatten wir es 5 Grad. Sonne scheint, ist trotzdem noch recht frisch. Ich hoffe, dass ich vielleicht im Laufe des Tages im T-Shirt angeln kann. Wir sollen heute noch 17 Grad und Sonne kriegen. Das ist jetzt aber so eine für mich immer relativ schwierige Zeit einzuschätzen an großen Gewässern, in welcher Wassertiefe stehen die Fische. Wir haben hier einen sehr großen Baggersee. Hier ist eine Badestelle. Hier ist im Sommer eigentlich kein Angeln möglich. Da sind hier sehr viele Badegäste. Jetzt im Herbst ist hier weniger Betrieb. Und es geht halt relativ seicht rein. Und jetzt ist die Frage, auf welcher Wassertiefe stehen die Fische. Das ist immer so ein bisschen, stehen die noch flach oder gehen die durch die ersten kalten Nächte schon ein bisschen tiefer. Das kann man natürlich auf so einer Schräge ganz cool herausfinden, nämlich entsprechend auf der Angelentfernung, auf der man angelt. Ich möchte heute Distanz angeln. Eigentlich, ich habe gerade schon gelotet, eigentlich wollte ich heute mit euch zusammen auf 100 Meter angeln. Allerdings habe ich beim Loten festgestellt, dass es auf 100 Meter einfach viel zu tief ist. Da habe ich mit einem 70 Gramm Korb 11 Sekunden Wassertiefe. Und ich glaube, das ist einfach zu tief jetzt für die aktuelle Jahreszeit. Das wäre nicht erfolgsversprechend. Bisschen kürzer auf 80 Meter. Da ist der Boden in Ordnung, da ist der hart, da ist es auch noch nicht allzu tief. Ich schätze, da habe ich vielleicht 5 Meter Wassertiefe. Da werde ich heute angeln. Und wie ich auf Distanz angel, möchte ich euch ganz kurz ein bisschen was zu erzählen. Ich halte das relativ einfach. Ich habe gelbes Futter, ganz normales gelbes Brassenfutter, ein bisschen gequetschten Hanf mit drin. Das machen wir nochmal eben gleich gemeinsam feucht. Dann habe ich eine Dose Mais, ganz klar, für große Fische geht das immer. Und dann habe ich ein paar Caster und ich habe eine Handvoll Hakenwürmer und ich habe eine kleine Dose mit Maden. Ich halte das ganz einfach. Weil wenn ich auf Distanz angel, dann möchte ich dicke Fische angeln. Ich habe keine Lust, jedes Mal 80 Meter, dann auch noch mit leichtem Gegenwind heute, habe ich keine Lust, die ganze Zeit 80 Meter zu angeln und immer hier solche kleinen Fische da reinzudrehen. Klar kann es mal passieren, dass ein Rotauge beißt, aber ich werde alles versuchen, um die Rotaugen zu minimieren. Deswegen werde ich die Würmer, die ich mit habe, ich habe ein Kilo Wurm bei, die Würmer, die ich fütter, werde ich relativ grob schneiden, also wirklich nur 2-3 Mal mit der Schere treffen. Ich werde Mais füttern, Caster lasse ich erstmal ganz weg, weil ich total Angst habe mit den Rotaugen. Und dann gucken wir mal, vielleicht fangen wir ein paar dicke Brassen heute, ich habe da echt Bock drauf, Brassen auf Distanz, gucken wir mal, was das für ein Angeltag wird. Und jetzt machen wir erstmal eben gemeinsam Futter. Ich habe hier hohen Besuch. Da hinten. Hey, moin, moin. Alles klar? Ich guck mir an, was ihr heute so veranstaltet. Und da hinten sind Wasserskifahrer. Das ist ziemlich witzig, da zuzugucken. Die zerlegt das am laufenden Band. Die wollen starten und dann macht das nur BOOM! Und dann zerlegt sie das. Richtig witzig. Ja, ansonsten ist ja heute Videodreh. Ich wollte mal gucken kommen. So gehört sich das ja. Mal gucken, was die Kollegen hier so veranstalten. Und schauen wir mal, was das wird. Aber das ist zu lustig. Glaubst du, Benny verkackt heute genauso wie die Wakeboard-Fahrer? Nee, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gucken wir mal. Ich mache jetzt eben meinen ersten Wurf, habe gerade gefüttert, 5 Körbe. Ich habe nur relativ grob geschnittene Würmer mit Mais gefüttert, weil ich wie gesagt keinen Bock habe da auf diese kleinen Fische. Auch direkt den ersten Wurf, 2 Würmer dran. Wie gesagt, wenn ich da draußen angel, dann wenn ich anhebe, muss auch ein dicker Fisch dranhängen. Ich habe keinen Bock auf diese kleinen Dinger hier heute. So, mal eben einmal einen Schmeiß machen. Voll ins Epizentrum, ey. Ja, jetzt ist es natürlich doch so gekommen, dass die Rotaugen da ein bisschen Alarm auf dem Platz machen.
natürlich immer schwierig, den Platz ruhig zu halten. Ich fütter nur Wurm und Mais und trotzdem sind da Rotaugen. Das ist aber manchmal so, da kann man sich nicht gegen wehren. Ich bleib da jetzt einfach bei meiner Linie, fütter so weiter, angel weiter mit Wurm und nehme halt diese ein, zwei, ich nenne es jetzt mal Störenfriede, die nehme ich jetzt einfach in Kauf und bleib einfach jetzt ganz stur dabei, angel weiter mit Wurm, fütter nur Wurm und Mais in der Hoffnung, dass da irgendwann sich größere Fische zugesellen. Kein Biss, Bresen kommen jetzt. Ja, hier, mir ist hier gerade ein Hecht, der ist mir die ganze Zeit hinterher geschwommen. Der ist im Drill zweimal auf das Rotauge und hier vorne auch nochmal aufs Rotauge. Also ich sag mal, das Rotauge hat ja bestimmt 30 cm. Ich will nicht wissen, was das für ein Hecht war. Wahnsinn. Übrigens, solche Fische haben jetzt gerade meinen Futterplatz in Beschlag genommen. Die kriege ich auch gerade nicht weggefüttert, aber das ist mir gerade sowas von egal. Wenn ich Rotaugen in der Größe fange, Alter, das sind doch Wahnsinnstiere, ne? Traumhaft. Irre. Aber der ist richtig angehackt worden. Das hat hier gerade richtig geknallt vor mir. Wahnsinn. Toller Fisch. Ich komme hier gar nicht zum Würmer schneiden, ey. Ich will gerade schneiden. Ist das krank? Alter, das hat doch nichts mehr mit Angeln zu tun. Soll man anhauen oder schneiden? Ich muss mich jetzt mal eben kurz fürs Schneiden entscheiden, sonst... Ich schneide gleich zwei Portionen. Da sind so dicke Rotaugen auf dem Platz. Irre, irre. So dicke Rotaugen, Schlag auf Schlag. Das macht so einen Spaß gerade. Ich wollte zwar eigentlich Brassen fangen, aber ich bin da ja nicht so wählerisch. Also bei solchen Rotaugen, ganz ehrlich, da angle ich auch gerne Rotaugen. Auf die Entfernung ist das zwar ein bisschen anstrengend, aber geile Fische. Der ist ab. Jetzt habe ich, glaube ich, mich an den Rotaugen vorbei angeln können. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass das der erste Brassen ist, den ich von da draußen mitbringe. Kann aber auch ein Hecht sein. Ich will mich da jetzt nicht zu äußern. Ich habe hier eben schon zweimal Hechtattacke gehabt. Aber ich würde sagen, das ist jetzt der erste Zielfisch des Tages. Schöner Bresen. Ich denke mal, der wird so knapp 1,5 Kilo haben. Ja, guck mal, ganz toller, sauberer Fisch. Guck mal, nicht eine Macke. Wie gezeichnet. Ganz, ganz tolle Fische hier in dem See. Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Also, Wahnsinn. Wie gemalt die Fische hier. Ja, ich habe jetzt gerade meinen ersten Brassen gefangen. Ich hatte mir zwischenzeitlich noch eine zweite Rute aufgebaut, wo ich ein kurzes Vorfach drauf habe und wo ich einen etwas leichteren Korb drauf hatte für dieses Rotaugenangeln, weil das war Wahnsinn, wie die Rotaugen da auf dem Platz standen. Der Korb war wirklich unten, man hat zweimal gedreht und dann hat das schon wieder geklingelt. Und da habe ich halt gedacht, dass man sich jetzt auf die Rotaugen einstellen muss. Ja, ich habe halt nicht aufgehört, meine Schiene zu fahren. Ne? Ich habe jeden Korb voll mit Mais, voll mit Wurm, immer richtig aggressiv drauf geangelt und habe immer gedacht, die müssen auch mal irgendwann weggehen. Ne? Und jetzt war halt der erste Brassen, jetzt habe ich wieder einen etwas schwereren Korb mit einem langen Vorfach und versuche jetzt halt wirklich ganz ruhig den Platz jetzt runter zu angeln. Also habe die andere Rute beiseite gelegt mit dem kurzen Vorfach und dem leichteren Korb. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt vielleicht die Brassen endlich am Platz haben und ein paar mehr fangen können. Ich habe es gerade noch mal ausgeworfen. Es ist schwierig mit den Brassen. Die Rotaugen sind nach wie vor so dominant auf dem Platz. Ich habe jetzt ja eben einen dicken gefangenen Brassen. Ich hatte jetzt Hoffnung, dass sich vielleicht die Brassen da jetzt ein bisschen massiver hinstellen und die Rotaugen wegdrücken. Ich kriege die nicht richtig weg, die Rotaugen. Ich fütter jetzt schon relativ viel Mais, also große Köder, habe die Würmer auch wirklich grob geschnitten. Überhaupt keine Caster. Ich versuche wirklich, die Rotaugen da wegzukriegen hier. Aber ich habe gerade reingeschmissen und
klingelt schon wieder. Das ist. Da ist schon wieder ein Rotauge. Oder ist das jetzt ein Bresen? Vorführeffekt, jetzt ist es tatsächlich ein Bresen. Ja, wie gesagt, die Rotaugen lassen mich nicht richtig Brassen angeln. Da sind immer wieder Rotaugen zwischen. Aber die Bresen kommen jetzt. Oh ja, da war Kraft. Uiuiuiui. Den mal angucken. Ups. Das hat er gehört. Man muss die anlocken, ey. Ist das geil. Das ist aber ein Rotauge. Das war das Rotaugen. Der Rotaugen-Lockruf. Gleich muss ich noch mal den Brassen-Lockruf. Oh, schon wieder ein Hecht draufgegangen hier. Putz, 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 putz. Nee, da lockt man Kanarienvögel mit an. Bresen war. Wie war noch mal der für Bresen? Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Ja, die Leute denken auch, wir sind bescheuert. Piep, 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 piep. Ja, ganz ehrlich, da will ich jetzt Bresen auch wieder loslassen, ey. Piep, 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 piep. Guck, 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 guck. Das ist eine Platte. Piep, 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 piep. Ja, Distance Master angel ich heute in 4 Meter. Eigentlich eine ganz geile Route für die Distanzangelei. Genug. Schon wieder ein Hecht drauf. Ich werde hier irre. Ey, das ist doch hier heute kein Angeln. Sag mal, wie viele Hechte sind denn hier? Schon wieder angefressen. Ich glaube, ich gehe gleich zum Auto und hole eine Spinnrute, ey. Muss erstmal den Platz hier sauber machen. Oh. Oh, oh, oh. Boah, schon wieder. Was soll ich denn? Schneiden oder anhauen? Hängt der? Würmer, Würmer, immer rein. Oh, 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 oh. Das ist eine Platte. Ich glaube, das ist ein Bresenbiss. Gut, komm, 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 komm. Platte. Oh, ich liebe das Bresenangeln, ja, ne? Oh, was ist denn das für ein Ding? Wow. Warte mal, Leute, den muss ich mal eben. Den muss ich mal eben kurz keschern. Das tut mir leid, da muss ich gleich weiterreden. Geil, guckt euch mal den Fisch an. Leuchtend rote Flossen, ist das irre. Guck dir mal die Flossen an. Was ein Rotauge, ey. Noch nie gesehen, dass die so rote Flossen haben. Wow. Brassenbeißen brauchen immer ein bisschen Zeit im Biss. Darf man nicht so schnell anschlagen, wenn man mit Würmern am Haken angelt. Wenn die so ein, zweimal ticken, da. Na komm, so ein bisschen warten. Die brauchen ein bisschen Zeit im Biss. Komm, mach ihn krumm, mach mich glücklich. Na komm, guck mal, oh, da krieg ich richtig Gänsehaut bei diesem Bissen, ey. Wie die den so anpacken, wieder loslassen. Na komm. Das ist, als ob man versucht, so eine Frau zu erobern. Ey. Das ist. Na komm, komm. Nimm ihn doch richtig. Nimm ihn. Nimm ihn. Boah, ich werd wahnsinnig, ey. Da ist er. Jetzt sitzt er. Ja, ich wollte euch ja eben was über die Route erzählen. Hat das tolle Rotauge mich ja abgelenkt. Ich angle die Distance Master 4 Meter, 100 Gramm. Die haben wir auch noch in 4,20 Meter und 120 Gramm. Die ist aber für die Distanz heute jetzt nicht notwendig. Die Rute ist
ich sag mal, im unteren Hälfte relativ steif, was ein sehr weites und sehr genaues Werfen ermöglicht. Aber oben in der obersten Hälfte ist sie schön weich, dass man trotzdem noch vernünftig drillen kann. Sensibel genug. Also ich finde das eine tolle Distanzroute oder auch für die Strömung, wo man große Körbe benötigt, schwere Körbe benötigt. Echt eine tolle Route. Ich angel heute mit zwei Unzen Spitze. Boah, was ist das für ein Bolide hier, ey. Der kommt überhaupt nicht mit. Oder ist das wieder ein Hecht, ey. Ich habe hier nämlich heute so einen Hechtalarm. Schon drei dicke Hechte dran gehabt. Boah, was ist das für ein Fisch? Was ist das für einer? Läuft das Mikro? Ja, ich habe, also Leute, ich bin jetzt echt ein bisschen ratlos. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe jetzt die vierte oder fünfte Hechtattacke. Guckt euch mal das Rotauge an. Das ist total zerflettert. Den habe ich jetzt gerade minutenlang gedrillt. Ich kriege hier kaum Rotauge rausgedrillt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Das tut mir auch richtig leid für die Fische gerade. Aber der ist so attackiert hier, der Fisch. Den hat er sich draußen schon geschnappt. Den habe ich die ganze Zeit dran gedrillt. Ja, es tut mir leid. Beim ersten Mal wurde ich von diesem tollen Rotauge abgelenkt. Beim zweiten Mal hat mich ein Hecht abgelenkt, den ich für einen Bresen gehalten habe. Das ist heute übrigens der fünfte Hecht, der hier draufgegangen ist. Das ist irre, was hier mit Hechten los ist. Also noch mal kurz zurück zur Route. Route im unteren, in der unteren... Oh, sorry, Kameramann. In der unteren Hälfte... In der unteren Hälfte relativ steif, was im Wurf halt diese Kraft, diese Genauigkeit gibt, um auch auf Weite zu kommen. Und oben in der obersten Hälfte aber weich genug, um auch, wenn man im Drill und der Fisch nochmal schlägt, dann ist sie weich genug, auch für die Strömung ideal. Bei mir vor der Haustür in der Elbe haben wir sie auch schon geangelt. Tolle Route. Ich habe übrigens mit der Route auch schon 100 Meter geworfen. Gibt es auch, glaube ich, auf unserer Instagram-Seite ein Reel drüber. Also die Route, meiner Meinung nach, die kann schon was. Echt eine tolle Distanzroute. Ja, ich habe jetzt noch mal die zweite Route. Die angel ich jetzt, die ich aufgebaut habe. Die andere war mit einer 2-Unzen-Spitze mit der gelben. Das ist jetzt eine 3-Unzen-Spitze, weil doch der Wind jetzt immer mehr hier auf das Ufer drückt. Nicht wirklich doll, aber doch schon so doll, dass mir die 2-Unzen-Spitze ein bisschen zu unruhig war und ich das nicht ganz deuten konnte manchmal, ob das ein Biss war oder eine Welle. Und ich möchte wirklich, dass die Spitze ganz ruhig in der Welle steht und mir dann wirklich sauber die Bisse anzeigt. Deswegen habe ich jetzt noch mal die andere Route mit der 3-Unzen-Spitze genommen. Jetzt aktuell habe ich einen Window-Feeder drauf. Wegen dem Wind halt. Ist ein bisschen Gegenwind, der fliegt einfach sauberer. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Jetzt in dem etwas tieferen Wasser. Man sagt ja immer, dass man damit das Futter kompakter auf den Boden kriegt. Ich habe einfach mal versucht. Also der Speedkorb ging aber auch sehr gut. Ganz tolle Brassen, die wir da draußen fangen. Wirklich wunderschöne Fische. Die sind so gesund und intakt. Wirklich ganz, ganz toll. Ganz tolle Fische. Der Kameramann hat mir gerade gesteckt. Oh, warte mal, Leute. Den muss ich eben einmal kurz rausfangen und dann erzähle ich euch, was der Kameramann mir gesteckt hat. Ach, können wir auch so machen. Er hat gesagt, dass viele Leute gefragt haben zur verwendeten Montage, dass da noch Fragen gekommen sind. Ich hatte ja
mal meine beiden Montagen gezeigt, der feststehende Seitenarm und der laufende Seitenarm, dass das ja eigentlich immer gleich ist bei mir. Der laufende Seitenarm ist eigentlich ganz einfach. Ein Stück geflochtene Schnur mit einer Glasperle, wo ich mir den Seitenarm selber... Eieiei. Boah, jetzt ist da schon wieder ein Hecht drauf. Oder was? Wo ich mir den Seitenarm selber mitbaue. Der läuft auf der Schlagschnur. Dieser Seitenarm läuft dann auf dem Knoten, den man, wenn man es denn möchte, verdicken kann. Ich mache da halt ein Stück Gummi rein. Und darunter sind dann 25 cm Schnur. Ah, abgegangen. Und darunter sind dann 25 cm Schnur, wo dann Mikrowirbel ist. Und das Ganze, ja, angle ich eigentlich immer und auch heute, wie man sieht hier. Jetzt läuft der Richtung Spitze. Immer laufenden Seitenarm. Ist für mich die beste Montage. Ich möchte noch mal eben generell was zum... Entschuldigung, ich habe keinen Schlaganfall, aber ich habe gerade einen Biss. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Warte. Ich wollte euch ganz kurz generell zum Distanzangeln einmal sagen, mit der Technik. Viele Leute denken, man muss irgendwie dicke Arme haben, super durchtrainiert sein. Nein, guckt euch meinen verkommenen Körper an. Damit kann ich auch weit werfen. Wichtig ist, dass ihr die Physik der Route nutzt. Ich will euch das mal eben kurz hier mal mit der zweiten Route in der Trockenphase zeigen. Ich nehme mal eben den Korb ab, dann kann ich das besser zeigen. Wenn ihr mit der Route auf Distanz angeln wollt, ist es wichtig, dass ihr die Aktion der Route, den Blank, komplett nutzt. Und dabei ist es wichtig, die ganze Route, wirklich diesen Arm hier, der muss ausgestreckt sein. Die Route muss möglichst parallel zum Wasser, damit die ganze Aktion oder die ganze Power der Route auch genutzt wird und aufgeladen wird. Wenn ihr nur bis hier die Route macht und dann werft, habt ihr gar keine Möglichkeit, die Route richtig aufzuladen. Das muss wirklich, das muss in Fleisch und Blut übergehen. Die Route nach hinten, den Arm durchstrecken und dann mit ein bisschen Schmackes und Vaterlandsliebe einmal rein da in den Wurf. Dann kommt er da draußen auch an. Das hat oft nichts mit den Routen zu tun, wenn ich dann die Leute immer höre, ja, ich kann mit der Route nicht auf 80 Meter werfen oder so. Das hat dann nichts mit der Route zu tun, sondern einfach vielleicht mit der falschen Technik. Das müsst ihr so ein bisschen üben. Physik, 5. Klasse war das, glaube ich, wobei da habe ich öfters gefehlt. Auf jeden Fall Hebelwirkung. Nutzt die Aktion der Route, den Hebel und dann mit Schmackes der Arm. Bei mir ist das der linke, der unten die Route hält. Der macht den Blank schnell. Der muss zügig zum Körper gezogen werden. Und dann könnt ihr auch weit werfen mit der Route. Und dann ladet ihr die optimal auf. Weil der Blank, die Route, die schmeißt für euch den Korb raus. Es geht um Schnellkraft. Ja, und bei der Distanzangelei sollte man natürlich auch darauf achten, dass das Setup so ein bisschen passt. Ne? Also, ich sag mal, eine 25er Schlagschnur ist da wahrscheinlich fehl am Platz. Die wird überlastet sein, die wird knallen. Also in dem Fall angele ich jetzt eine 30er Schlagschnur, 8 Meter lang. Jetzt eine 3-Unzen-Spitze. Jetzt könnte ich auch vom Wind wieder eine 2-Unze angeln, weil der Wind nachgelassen hat. Aber das ist halt Distanzangeln auf dicke Fische. Da muss man nicht zimperlich angeln oder so. Ne? Das darf ruhig alles ein bisschen gröber sein. Das soll halt halten. Und wir angeln auf Distanz auf große Fische. Weiß schon wieder einer. Also da kann man ruhig ein bisschen gröber zur Sache gehen, bin ich der Meinung. Da draußen angle ich auch nicht mit 12er Vorfächern oder so. Da kommt mindestens ein 16er Vorfach ran. Stabiler Haken und dann wird da mit 2 oder 3 Würmern geangelt. Weil wenn ich da rausschmeiß, dann will ich auch einen dicken Fisch fangen. Ansonsten Futter bin ich die ganze Zeit aggressiv beigeblieben. Wirklich immer Mais. Ich habe jetzt fast eine ganze Dose weg. Immer Mais, Würmer. Nachher, als die Rotaugen weg waren, habe ich dann noch Caster reingepackt. Das ging. Und ansonsten halt einfach Brassenangeln, ne? Immer rein, Würmer, Caster und ja, ihr seht ja, man muss dann auch ein bisschen Geduld haben, sich durch die Rotaugen durchangeln. Irgendwann stellen sich die Bresen auf den Platz
Und dann ist das einfach ein schönes Angeln. Na, hier ist gerade ein Raubfischangler mit dem Boot gekommen. Petri! Ja, cool. Der hat gerade einen dicken Barsch gefangen. Da sagen wir natürlich Petri. Ich denke, dass ich da draußen jetzt eine Wassertiefe von gut 7 Meter habe. Ich war mir anfangs nicht ganz sicher, ob das vielleicht zu tief ist. Aber doch, scheint okay zu sein. 7 Meter, die Nächte werden jetzt ein bisschen kälter. Und man darf halt nicht vergessen, dieses Gewässer ist bis 20 Meter tief. Und ich denke einfach, dass dann die Fische das auch irgendwie kennen, in gewissen Tiefen sich aufzuhalten. Also ich glaube nicht, dass die Fische hier alle in 1-2 Meter Wassertiefe stehen. Kann man ruhig mal versuchen, so tief zu angeln. Muss man ein bisschen Ausdauer haben. Anfangs waren halt viele Rotaugen, aber irgendwann kommen dann halt auch die Brassen auf den Platz. Und dann ist das ein geiler Angeltag. Und ja, bis jetzt war es echt traumhaft schön. Ich werde doch gleich aufhören zu angeln. Also es ist jetzt reicht, denke ich, aber ich will noch einen Fisch fangen und dann lasse ich noch mal kurz gemeinsam mit euch den Tag Revue passieren, erzähle so ein bisschen, wie sich der Tag entwickelt hat und ein Schmeiß mache ich noch mal eben kurz. Hier, Hecht, 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 aufs Rotauge. Ja, ist ein Hecht. Der ist hier vorne draufgegangen. Ja, ich habe jetzt schon wieder beim Reindrehen ein Hecht drauf bekommen. Das ist jetzt mein 6. heute übrigens. Also falls irgendeine Raubfischfirma noch einen Angler sucht, das ist hier heute mein Bewerbungsvideo. Nein, Spaß. Ja, eben kurzes Schlusswort. Die Hechte, wie ihr es eben gesehen habt, die haben mich heute zwischenzeitlich wahnsinnig gemacht. Ich glaube, das war der 6., den ich drauf hatte. Ich weiß nicht, 5 oder 6 hatte ich drauf. Am Anfang, ich habe es halt wie gesagt mit dem gelben Futter und mit den groben Würmern und mit dem Mais sehr aggressiv auf Brassen geangelt. Das ist mir am Anfang nicht hundertprozentig gelungen, dass ich die Rotaugen weghalten konnte. Das war aber nicht schlimm, weil das waren richtig dicke Rotaugen, das war richtig geil. Die waren zwischenzeitlich wirklich Schlag auf Schlag da, was natürlich auf die Distanz dann ein bisschen nervig ist. Aber gut, das ist halt so, sind schöne Fische gewesen. Und dann sind irgendwann Brassen gekommen, so ein paar Brassen, nicht so richtig. Also da hatte ich mal 1, 2, 3 Stück, aber immer wieder die Rotaugen dazwischen. Und irgendwann waren die Rotaugen dann weg. Die haben dann den Platz komplett in Ruhe gelassen, dann waren nur noch Brassen da. Und dann war es echt eine schöne Angelei. Also muss ich wirklich sagen, jetzt haben wir wieder spiegelglattes Wasser. Vorhin war es zwischenzeitlich mal richtig windig. Aber eigentlich waren permanent Fische auf dem Platz. Tolle Brassen gefangen. Die Hechte, ja gut, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Das nächste Mal habe ich auf jeden Fall eine Spinnrute im Auto, definitiv. Und sonst habe ich halt ganz klassisch geangelt. Ne? 2 bis 3 Würmer am Haken. Immer Wurm und Mais im Futter. Und als die Rotaugen dann ganz weg waren, da habe ich dann auch angefangen, Gras zu füttern, weil das war dann, glaube ich, kein Problem mehr mit den Rotaugen. Die waren ja weg. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, einfach Daumen nach oben, sprich gefällt mir. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder irgendwas, schreibt es in die Kommentare. Wir lesen die Kommentare durch. Wir gehen da oft in den nächsten Videos, versuchen wir darauf einzugehen. Es sind öfters Fragen gestellt worden oder auch Anregungen. Wir versuchen darauf einzugehen. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Einfach auf die Glocke drücken, habt ihr es abonniert. Und dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Und dann, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Beziehungsweise ihr mich oder uns. Ich sehe euch ja leider nicht, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Herbst, schöne Angeleien in den Wintermonaten und Petri heil.